Hallo meine Lieben, vor kurzem habe ich für euch ein Video hochgeladen und zwar, oder wir, Teil 1 von absoluten No-Gos mit einem Thermomix. Ich habe auch gesagt, es wird offen sein, ob da noch mehr ein Teil kommt, weil ich einfach glaube, dass da noch vieles mir einfallen wird im Laufe der Zeit, wo ich einfach sagen muss, das ist ein absolutes No-Go. Einfach jetzt nicht nur, weil mein Ergebnis nicht so toll ist oder was auch immer, sondern wirklich um Schäden, Gefahren und alles Weitere einfach zu vermeiden. Heute geht es weiter eben. Ich habe wieder 6 weitere Punkte für euch. Und anfangen möchte ich auch gleich damit. Einfach was extrem Wichtiges. Egal, ob ihr den TM5, den TM6, den TM31 habt, immer an die maximale Füllmenge halten. Beim TM5 und TM6 sind es 2,2 Liter. TM31 ist ein bisschen weniger. Schreibe ich euch rein, ganz genau weiß ich es gar nicht. Aber auf jeden Fall, darum auch wenn ihr jetzt ein TM31 habt und meine Rezepte nachmacht, einfach immer nur darauf achten, dass die Gesamtmenge euer Topffüllmenge nicht überschreitet. Genau, es steht im Topf ganz oben Max und weiter darf nicht. Wenn ihr Suppen macht und ihr habt die wirklich bis zur Maximallinie und ihr püriert die dann, könnte es euch passieren, dass das Ergebnis einfach nicht so sämig ist, wie wenn es weniger, ein bisschen weniger habt. Das heißt, die Rezepte an Suppen, die ihr von mir kriegt oder die so auf Cookie-Doo sind und so weiter, sind meist an dem orientiert, dass es auch wirklich eine Menge ist, die super schön und super fein püriert werden kann. Das ist aber nur einfach so ein Side-Effekt oder so ein Side-Note, was ich machen möchte. Die Kinder einfach sonst die Hälfte in den Topf rausgeben, die eine Hälfte pürieren, dann die andere dazugeben und dann nochmal fertig mixen. Das geht. Aber nur, dass ihr immer eure Füllmenge im Auge habt. Es kann euch sonst wirklich passieren, dass das überkocht, dass einfach auch, ihr keine tollen Ergebnisse, aber das ist wirklich nicht das Problem. Es ist wirklich das Thema, dass euch das wirklich überkochen kann und ihr dann echt nicht nur Sauerei, sondern wirklich auch Verbrennungen davon dran kennt. Und das muss nicht sein. Er hat eine maximale Füllmenge. Ihr füllt euren Topf jetzt mit Wasser beim Nudelkochen auch nicht so voll, dass da oben nichts mehr Platz hat und das dann bei jeglicher Möglichkeit überkochen kann es wir. Das heißt, richtet euch wirklich an dieser Linie und befolgt die. Auch wenn ihr Rezepte umwandelt in die eineinhalbfache Menge, in die doppelte Menge. Ich kriege oft Fragen dazu gestellt. Wirklich immer schauen, wenn ihr jetzt die doppelte Menge Wasser nehmt, auf was kommt ihr im Gesamten. Wenn das wirklich im Rahmen ist und da drunter liegt, kein Thema. Ansonsten lasst die Finger davon. Dann. Sind wir beim nächsten Punkt. Und genau, im Prinzip geht es jetzt auch darum, das habe ich jetzt noch vergessen bei dem Punkt, dass euch ja wirklich bei manchen Modi zum Beispiel, also jetzt Slow Cooking ist sowas, was mir gerade einfällt, da wird es euch auch wirklich empfohlen. Also wenn ihr in die Modi geht und Slow Cooking auswählt, dann zeigt er euch auch an, wie und was. Na, Entschuldigung, es war nicht Slow Cooking. 800 Gramm Fleisch. Es war auf jeden Fall, ist mir das gerade letztens bei einem Modus unterkommen. Auch bei Wasser erhitzen, einfach nur bis zu 1800 Gramm zum Beispiel. Einfach auch die Dinge, die euch beim Modus empfohlen werden, wirklich beachten, einhalten und dranhalten. Da leite ich jetzt über, auch wenn das eigentlich ein anderer Punkt wäre, aber das passt jetzt gerade super, zu dem Befolgen von Rezepten. Grundsätzlich Modi-Empfehlungen. Ein Modus, da steht was, was ihr machen sollt, was ihr einhalten sollt, macht das. Das nächste, Rezepte befolgen eben. Da geht es darum, ein Beispiel ist Risotto. Und ich kenne das wirklich von meiner Mama. Die hat damals auch Risotto gemacht und hat sie diesen Schritt doch, also da war der Schritt sowas von wegen mit Spatel den Reis vom Mixer, vom Boden lösen. So, der ist beim klassischen Risotto zum Beispiel auch. Das heißt, ihr fahrt dann einfach in dieser, also da ist die, da habt ihr alles anbraten, Zwiebel, Zazar, das, der Risotto-Reis, alles ist dabei, die Flüssigkeiten und dann würde das Risotto kochen. Und da will der Thermomix von euch oder das Rezept von euch, dass ihr einmal mit dem Spatel reinfahrt,
durchmischt, damit sie das unten schön löst und sich dann euer Messer im Kochprozess auch schön drehen kann. Meine Mama hat sich doch den Schritt Späume überspringen, habe ich nicht gesehen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das Thema dann, dass hier unten wir vermuten, dass das der Grund war, dass sie unten dann eben das so verschmolzen hat durch diese entstehende Hitze und das Messer hat sie nicht bewegen können und die Hitze ist nach unten geleitet worden und somit ist quasi ihr Mixtopf-Fuß mit der Blume vom Mixtopf-Messer, also das war verschmolzen da irgendwie da unten. Also es ist, ja, war jetzt nicht besonders toll, kann man sich vorstellen. Das heißt, ihr seht, es kann wirklich einfach auch zu Schäden führen und es muss nicht sein, weil was ist, wenn dann unten bei auch noch was ist. Also einfach wirklich immer tun, was euch gesagt wird. Folgt es, macht es, es tut nicht weh, einfach mal da gar drüber zu wischen oder das da zu lösen und fertig geht's im nächsten Schritt. Also No-Go, Rezepte ignorieren, Schritte auslassen. Okay? Na, Tipps, nicht Rezepte. Schritte in einem Rezept auslassen ist ein absolutes No-Go. Nichts überspringen, einfach machen. So, aha. Der nächste Punkt, jetzt muss ich schummeln. Genau, immer ab 95 Grad eine Alternative zum Messbecher verwenden. Ihr seht, darum ist auch die Mixtopfkamera jetzt für euch aktiv, ihr seht, dass wenn ich da hochdrehe, bei 95 Grad sagt er euch das auch. Das heißt, auch wenn ihr manuell kochen habt, immer dran halten, nie ignorieren. Über 95 Grad keinen Messbecher, okay, verwenden. Garinsatz als Spritzschutz aufsetzen, macht's das. Und da geht es einfach darum, auch wenn bis jetzt bei euch vielleicht noch nie was war. Es muss auch nicht sein, aber es ist einfach eine Empfehlung und die potenzielle Gefahr besteht, dass durch diesen Verschluss der Oberfläche, wenn ihr da jetzt mehr drinnen habt und dann vielleicht auch noch Fleisch oder was auch immer, Gemüse, dass einfach eine Oberflächenspannung entsteht und durch das Ganze dann im Topf eine, so, Druck, Überdruck, Unterdruck, auf jeden Fall das, was nicht gut ist, wenn ihr dann so macht oder gar so macht und durch dieses Abnehmen dann macht es flupp. Und dann könnte es passieren, dass es einfach oben was rausspritzt. Lasst es einfach. Das einfach ab 95 Grad. Nie diese Empfehlung ignorieren. Setzt einen Mixtaste auf von Wundermix, ich verlinke euch den gern, oder einfach euer Garkörbchen, wenn euch das, manche wollen das einfach nicht, weil es zu umständlich ist. Völlig egal. Gell? Also Hauptsache nicht den Messbecher. Gut, das war der nächste Punkt. Jetzt sind wir beim Zubehör. Ignoriert da nicht die Empfehlungen, das ist wieder sowas. Ja, jetzt zum Beispiel bei eurem Schmetterling, und ja, es ist mir auch selbst passiert, aber nicht, weil ich es ignoriert habe, sondern weil ich einfach zu schnell war und gemacht habe und schwupp war schon zu spät und er hupft euch über Stufe 4 vom Messer runter, flutsch, und ihr habt einen Schmetterling gehabt. Und könnt euch einen neuen besorgen. Er ist natürlich jetzt nicht extrem teuer, aber es muss nicht sein. Es kann auch sein, dass ihr die Stücke im Essen habt. Ihr könnt dann aktuell vielleicht das Rezept nicht weiter ausführen. Mir ist es bei einem einmal passiert, der war dann auf den Seiten so wie abrasiert. Ja, war noch einsatzbereit, aber muss ja nicht sein. Ich glaube, da sieht man es sogar. Den kann man teils noch verwenden. Also für Notfälle ist das jetzt gar nicht so. Hoffen wir, erkennt das da vorne. Aber auf jeden Fall nicht ignorieren, ihr habt es jetzt auch, also beim Peeler, also ihr findet es am Produkt direkt und auch wenn ihr vom Wundermix Produkte kauft, also jegliches Zubehör, ihr findet Empfehlungen und zu 90% am Produkt. Achtet drauf, ignoriert es nicht, haltet euch dran, dann habt ihr einfach weit mehr Spaß, länger was davon und euer Geldbörse freut sich darüber. Genau, und jetzt sind wir nur bei zwei Punkten. Und zwar, die betreffen beide das Messer. Zum einen, der erste Punkt, den ich
extrem wichtig finde. Ich möchte euch das jetzt einfach wirklich, wirklich, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, aber ich finde es ganz, 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 ganz wichtig. Ich brauche das jetzt sowieso, das heißt, ich baue euch das jetzt auseinander. Also, euer Messer hat ja da diese scharfen Kanten, die mit der Zeit abstumpfen, sagen wir stumpfen. Es ist ein Schlagmesser, heißt, euer Thermomix ist nicht nur von dieser Schärfe abhängig, beziehungsweise eigentlich ist er von der Geschwindigkeit abhängig. Er zerkleinert mit der Geschwindigkeit. Das heißt, eure Nüsse mäut der einfach durch diese 10.200 Umdrehungen in der Minute, die entstehen bei Stufe 10. Bei Turbo sogar noch mehr. 10.700, glaube ich, sind es da. Auf jeden Fall, wenn das mal sein sollte, wie da, ich kann jetzt auch am Anfang extrem scharf, gell? Es wird weniger. Ich kann da jetzt streicheln und drüber fahren, es passiert nichts. Aber macht es das ja nicht noch. Aber einfach nie auf die Idee kommen, auch nicht euer Mann, weil er sagt, oh, ich habe da ein tolles Schleifgerät, nie und nimmer euer Messer selber nochmal schleifen. Nein. Warum? Es ist wirklich schon sehr dünn von Haus aus. Wenn man das schleift, kann es einfach wirklich passieren, dass da dann Metallsplitter oder Edelsplitter vom Messer in eurem Essen sind. Fertig. Ob das jetzt Plastik, Edelstahl, ihr wollt das nicht. Heißt Finger weg vom Schleifgerät. Kein selber schleifen. Wenn es wirklich ist, kauft euch ein originales Messer noch. Auch nicht über Amazon, über irgendwelche günstigeren, keine Ahnung. Nein. Wenn ihr wirklich der Meinung seid, euer Messer ist nicht mehr scharf und macht nicht mehr das, was soll. Meine sind jetzt seit 2019 durchgehend im Einsatz und funktionieren einwandfrei. Aber sollte es für euch zu wenig sein, leistet euch das Originale, aber kommt es nie und nimmer weder ihr noch euer Mann oder wenn jetzt der Mann zuschaut, nie auf die Idee kommen, das selber zu schleifen. Ihr macht da nichts Gutes damit. Okay? Das ist sehr wichtig. Und zum anderen, jetzt kommen wir mal schon wieder zum nächsten und letzten Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr das alle schon kennt oder alle schon gehört habt von mir. Ich habe es in mehreren Videos schon erwähnt. Die Sollbruchstelle, die seht ihr da im Prinzip genau da zwischendrin ist die zu finden. Die seht ihr da noch. Das ist nämlich der Punkt, der reißt, wenn irgendwo ein Problem da sein sollte. Und bevor quasi der Motor von eurem Messer in irgendeiner Art und Weise oder von Thermomix irgendwas ist und dem Messer taugt was nicht, es verhakt sich was, als Beispiel, es passiert dem Motor nichts, es passiert da unten nichts, es reißt einfach genau da dieses Messer. Und das seht ihr eben da auch, glaube ich, naja, ich hoffe, ihr seht das, dass genau diese untere Blume da drinnen ist. Und das ist halt eben der Punkt, wo ihr darauf achten müsst. Und warum sage ich das jetzt? Weil das wirklich oft damit zusammenhängt, wenn diese reißt, dass mit den Stufeneinstellungen zu zimperlich umgangen wird. Das ist einfach oft auch am Anfang beim Kochen ein Thema. Heißt, ihr habt ein Rezept, ihr geht ein Guided Cooking Rezept Schritt für Schritt durch und einen Moment bitte. So, genau. Bin schon wieder zurück. Heißt, ihr seid in einem Rezept, ihr kocht Schritt für Schritt und es sagt euch Stufe 10, die Schokolade oder den Käse, einfach was Hartes, zerkleinern. Oder auch Stufe 8, völlig egal. Zirkt es durch, dreht es wirklich rauf und dreht es durch, sage ich aber ganz gern. Der Thermomix, die voreingestellten Stufen, sind wirklich so, dass ihr aufs erste Mal, wenn ihr dreht, er stoppt euch automatisch. Wenn ihr aber auch manuell kocht und ihr wollt was auf Stufe 10, ihr wollt Parmesan reiben, ihr wollt Schokolade reiben, voll auf und dran auf Stufe 8, 9, 10, einfach immer durch. Warum? Ganz einfach. Ihr habt jetzt Käsestücke in eurem Topf, da zwischen den Messern und ihr das zimperlich hochdrehen auf Stufe 10, dann kann es euch passieren, dass sie eins von diesen Stücken unterm Messer verhakt,
durch das, dass er nicht komplett losstartet, sondern so langsam, und dann kann es euch passieren, dass das Messer reißt, bei der Sollbruchstelle. Aus Sicherheitsgründen, darum einfach immer die Stufe, die ihr anzielt, sofort einschalten. Übt es das. Es ist wirklich wichtig, weil ihr wollt nicht ein Messer nach dem anderen zerstören. Es kann passieren, muss nicht. Wenn das mal einmal, zweimal der Fall ist und ihr malt zimperlich, aber wenn ihr das auf lange Sicht und einen längeren Zeitraum so handhabt, wird es euch nicht gefallen, was dann das Ergebnis ist. Drum, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt beim Kochen, Backen, was auch immer, ganz viel Freude. Das fleißig kommentieren, schreibt es mir so, vielleicht habt ihr auch irgendwas, wo ihr sagt, das darf man auf keinen Fall machen, was ihr schon mal irgendwo gehört habt, oder vielleicht ist euch selber mal was passiert, wo ihr wollt, dass alle wissen, lasst die Finger weg, ich freue mich, dann baue ich es auch gerne ein und wir sehen uns ganz bald wieder und ich wünsche euch alles Liebe, noch einen wunderschönen Tag und bis ganz bald. Tschüss! I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and